Ah, drei gesungene Phasen, dann kann das Skelette beschwören. Und er kann das Ding, das Lied singen. Hier kann ich die übrigens noch einstellen, aber er hat nur die zwei Sachen. Tapferkeit und Wille. Mhm. Also das ist der Teil, in dem es direkt aktiv ist, und der, in dem Teil klingt es noch nach. Also sollte das immer gleichmäßig sein, denke ich mal. Also ich meine, hier startet es und bis hierhin sinkt er es, also lässt es nicht nach, und in diesem Bereich ist der, wo es dann abklingt. Also die Sekunden runterticken. Und das ist das Gleiche. Also hier wechselt er dann das Lied und fängt das nächste an. Das heißt, ein kurzes Stück hier, dem Bereich, ist das hier nicht mehr wirksam, bis er wieder anfängt es zu singen. Also man könnte es weiter nach hinten packen. Also wenn ich es so hinpacken würde. Aber er fängt eh immer von vorne an, also bringt das nicht viel. Wenn ich das so machen würde. Aber Stufenaufstiege kann ich ihm geben. So. Überleben und Wissen erstmal. So, jetzt können wir ihm ein neues... Ja, eine neue Beschwörung geben, also für die er Phasen singen muss. Seine Zauber so gesehen. Beschwört ein Phantom. Feindliche Einheiten im Wirkungsbereich haben minus 5 Schadensreduktion und Tapferkeitsverringerung. Also Genauigkeit gegen Tapferkeit, also Sachen, die Tapferkeit angreifen, werden ungenauer. Das Ding hier. Drei Phrasen. Befreundete Einheiten kriegen Schadensreduktion. Gegen Hieb und gegen Schock. Der Wirker genauso, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Erzeugt eine gewaltige Explosion, die Feinde betäubt. Das ist auch ein Kegel, der den Gegner für 0,5 Sekunden unterbricht. Ja. Nee, halt. Der ihn selber für 0,5 Sekunden unterbricht. Gegner nehmen Wuchtschaden, werden betäubt. Genauigkeit gegen Tapferkeit. Ach so, das geht auf die Tapferkeits, den Tapferkeitswert. Kann ich gleich nochmal erklären. Das ist auch gegen Tapferkeit, also das war der Wuchtschaden. Genauigkeit gegen Reflexe durch Schockschaden. Und das hier beschwört... ja, das brauchen wir nicht. Das erzeugt... das ist Leichenexplosion. Das mehr mag ich eigentlich nicht so sehr. Eigentlich mag ich die Schadensreduktion hier ganz gut. Fürs Erste. So, offensiv. Ja, Panzerbrecher. Wo ist unsere freundliche Akepuse? Da. Nächste Stufe. So. Ein Punkt Überleben und zwei in Athletik. Jetzt kriegen wir eine neue Phase, die wir ihn singen lassen können. Feindliche Einheiten in Aura verursachen weniger Stich- und Hiebschaden, 10%. Feindliche Einheiten haben minus 10 Konzentration, also können schlechter zaubern. Und das hier macht einfach bei feindlichen Einheiten, dass sie Lebenspunkte verlieren. Nehmen wir einfach mal das.
Das finde ich am besten. So. Jetzt können wir nämlich seinem Lied genau diese Phase hinzufügen. Dann singt er immer abwechselnd die drei. Ja, ich kann den Gesängen auch Namen geben. Aber sein Marsch der Camor, den mag ich so am liebsten. Wobei, ich könnte eigentlich gerade so einen. Und den nenne ich jetzt Marsch Todes. So. Weil dadurch machen wir, erhalten wir den Bonus und dadurch kriegt der Gegner Schaden. I'm here. So, das können wir jederzeit wechseln. Ja, und da Kanna uns gewarnt hat, dass es in Khet Nuur gefährlich ist, sollten wir erstmal das Umland noch fertig absuchen. Wir haben ja auch versprochen, zum Dings zu gehen. Ein zerschmettertes Fass riecht noch nach dem Ehl, das vor langer Zeit in die Erde geflossen ist. So, das heißt, wir machen hier mal eine Rast. Bleiben wir bei Schadensreduktion. So, rasten. Jetzt geht's Alof wieder gut. Und ja, wenn wir irgendwo Rastvorräte finden, dann können wir die ein mitnehmen. Find's aber wirklich komisch. Ich hätte schwören können, dass da steht, wie viele man mitnehmen kann. Also, dass da 3 von 4 jetzt stehen würde. So, das heißt, wir gucken uns jetzt die Schwarzauen an. Wir sind ja einmal durchgelaufen. Das heißt, wir gucken uns erst den südlichen Teil und dann den erst den nördlichen, dann den südlichen. Weil der südliche führt uns ja zur Matma-Brücke. So, da wir jetzt wieder Zauber nutzen können. I'm here. Certainly. So, noch ein Waldtroll. So, hat das irgendjemanden außer ihm getroffen? Nein. Ah ja, Talisa kann gut wegstehen. Certainly. Hier oben war was Gefährliches, soweit ich weiß. Ja, da war der Wald, war ein Waldlauerer. Mal gucken, wie gut wir die. Diesmal tot kriegen. Merkt, sie machen gut Schaden. Au, die machen wirklich gut Schaden.
Following your lead. Brave Dalphilon, believe. Okay. Warum wird das so sortiert? Autosaves zuerst und dann die Quicksaves. Naja. Vor allem wieder nach der tollen amerikanischen Datumssortierung. Das hat mich jetzt gerade erstmal verwirrt. Oder? Oder habe ich mich jetzt gerade verguckt? Nee, 6:10. Mhm. Also, dann meiden wir erstmal die Ecke hier oben. Und tun in unsere Notizen hinzufügen. Können wir das Datumsfeld wegmachen? Nö. Schwarzauen, Nordost, Sumpflaura, so, Sumpflaura. Yes. Laying low. Gut, damit haben wir die Sumpflaura mal geklärt. Das führt auch nur in den Esternwald. Da wollen wir aber erstmal noch eine ganze Weile nicht hin. Da sind Plünderer. Die meiden wir auch erstmal. Oh, da ist noch ein Waldtroll. That's it. Also ja, Kanna müssen wir definitiv näher an unsere Nahkämpfer stellen. Gut, um das Plündererlager machen wir erstmal einen Bogen. Oh, ein Wicht. Viele Wichte. So, die können zum Glück nichts. Jedenfalls nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. So, hier ist die Straße, die nach Süden hinweg geht. Dieser umgestürzte Wagen sieht lauter Armbrustbeutel so aus, als hätte er Borsten. Blutflecken lassen die gesprungenen Holzplatten dunkler erscheinen. Gut, hier hat noch einer verzweifelt versucht. In diesem Zelt ist überzähliges Bettzeug ausgelegt, aber sonst gibt es keinen Hinweis auf Bestandene. Mhm. Oh, ein guter Kriegsbogen. Wer kann Kriegsbögen eigentlich verwenden? Du bist eher Pistole, gell? Hm.
Ja, Pistole. Ich bin Armbrust. Kanna habe ich jetzt auf Akebuse. Durenz ist Jagdbogen. Und Alof hat gar nichts. Gut.